weitermachen. Ihr wart stehen geblieben auf dem Weg zum Büro von der Page. Ja, kommt der Russe, der euch gerade begegnet seid, lässt euch zurück, nachdem euch Matrioschka geschenkt hat, und ja, ihr geht weiter. Und ihr kommt auch relativ bald an das Büro mit der besagten Nummer, die ich vergessen habe. Aber an der Tür steht auch ein Schild, auf dem Page Camper drauf steht. Wollte die Tür betreten, das Büro betreten. Ja. Dann, als ihr das Büro betretet, fällt hinter euch die Tür zu. Als ihr versucht, die Tür zu öffnen, merkt ihr, dass die Tür verschlossen ist. Ihr findet euch zusammen mit zwei Personen, einem Abgeordneten und einem Assistenten in einem Raum, mit zwei Türen wieder. Es ist scheinbar die falsche Büro gewesen. Das Schild wurde irgendwie umgehängt. Euch wird mitgeteilt, dass eine Person wird euch immer anlügen, die andere sagt euch immer die Wahrheit. Um wieder aus dem Büro rauszukommen, müsst ihr jetzt durch eine der beiden Türen. Die Tür, durch die ihr reinkommt, bleibt verschlossen, also die ist dicht zugeschlossen aus irgendeinem Grund. Die eine Tür bringt euch durch ein anderes Büro wieder nach draußen. Hinter der anderen wartet der Sicherheitschef des Bundestags in seinem Büro auf euch. Was der mit euch tut, wenn ihr euch reinkommen seht, das könnt ihr euch denken. Ihr dürft jetzt nur eine Frage an die beiden Personen im Raum stellen. Sprecht euch ab. Einer sagt immer die Wahrheit, einer lügt euch an. Was sind das für Personen? Bitte was? Das habe ich gerade Also, akustisch nicht verstanden. was sind das für Personen? Also, Der wie sehen die aus? eine ist ein Abgeordneter und der andere ist sein Assistent. Ja, Typischer keine Ahnung, wie sehen die Abgeordneter, aus? der ist typisch Autonormalverbraucher. Der eine ist ein Abgeordneter mit Schlips und Krawatte und der andere hat ein Hemd an und ist sein Stellvertreter, sein Assistent. Ja, aber man kann doch einfach, keine Ahnung, was die Haarfarbe fragen. Mokka Oktarin getupft. Das ist völlig gleich für dieses Rätsel. Das Ja, ich ist. meine doch, ich kann doch den Typen einfach fragen, was für eine Haarfarbe er hat. Und wenn der eine immer lügt, dann weiß ich ja, welcher von denen lügt. Wenn das die Frage Also, ist, die ihr stellen wollt, dürft ich nur möchte eine den Frage einen stellen, fragen. um zu wissen, aus welcher Tür ihr rauskommt. Nee, warte mal, ich kann auch den Stellt einen, euch, das ist was anderes, fragen als den ihr anderen. dürft keine zweite Frage stellen. Die müsst wissen, aus welcher Tür ihr nach draußen kommt. Also ich kann dir nicht unterschiedliche Fragen stellen. Darfst nur eine einzige Frage stellen. Die wird nur eine einzige Frage beantwortet. Du musst am Ende wissen, Okay. aus welcher Tür es nach draußen geht. Also im einen ist was nochmal drin? Also die eine Tür führt durch ein anderes Büro nach draußen. Da kommt er wieder an den Gang, wo ihr dann zum eigentlichen Büro, wo ihr hin wollt, gehen könnt. Und die andere Tür führt zum Büro des führt in Sackgasse zum Büro des Sicherheitsdienstes des Bundestags. Und der wird, sobald er euch sieht, wird er sieht er, stellt dann natürlich Fragen. Ihr könnt euch denken, was da passiert. Dann habt ihr Ja, ich habe eine was mit Frage. dem zu tun. Also, die stelle ich noch nicht direkt, die geht eher so an den anderen Mitspieler, ob das eine gute Frage Ich würde wäre. Kann sagen, ich? sprecht euch Was? miteinander ab. Ich will von euch dann nur eine Frage hören, die du dir dann Ja. an die Beine stellst. Also, ich würde jetzt fragen einfach, ist hinter der rechten Tür ein Lümmel? Weil wenn der eine die Wahrheit sagt, dann muss der ja Der hat den natürlich einen Assistenten haben. Weiß Pass. ja trotzdem nicht, was in Das der Tür ist. Nee, warte klammert. mal, es ergibt keinen Das Sinn. kann durch Discord nicht an. Es ergibt keinen Sinn, sorry.
Denkt mal nach, das ist, sprecht euch miteinander ab. Ich höre dann gleich von euch eine Frage, jo, die ihr den beiden stellt. Tut das laut hier im, hier im Discord, damit die Zuschauer hören. Ist er gerade da? Ah ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich fragen soll. Wir brauchen eine Frage, die wodurch wir rauskriegen, welche Tür die richtige ist und gleichzeitig rausfinden, welche von beiden lügt. Ja. Ich habe nur eine Frage. Ja, und wir haben nur eine Frage dazu. Einer von denen würde ich auf jeden Fall immer anlügen, der andere wird immer die Wahrheit sagen. Du bist bloß nicht, wer von beiden die Wahrheit sagt und wer der Lügner ist. Das müsst ihr jetzt mit dieser Frage rausfinden. Jo. Und welche Tür die richtige ist, durch die ihr gehen müsst. Wenn ihr es vergeigt könnt, dann müsst ihr selbst eine Tür wählen. Die kann da entweder richtig oder falsch sein. Also warum fragen wir vielleicht nicht einfach den einen über den anderen aus? Also so quasi. Ja, aber dann haben wir keine Frage für die Tür. Ja, tu mal die Türfrage noch mit reinweben. Einfach so. Ja, können wir. Ich bin nur gerade so doof, Wahrheit formulieren dafür. Sowas wie, was würde dein Kollege für eine Tür wählen? So. Würdest du meinen, das würde gehen? Keine Ahnung, aber da wissen wir immer noch nicht, wer lügt von denen, oder? Also wenn ich dich frage, was wird der Kollege wählen und du würdest jetzt lügen, dann würdest du ja theoretisch deine Tür nehmen? Ja gut, dann würde... Wenn wir fragen, wenn du deinen Kollegen fragst, welche Tür die sichere ist, was würde er antworten? Dann würdest, wenn du lügen würdest, würdest du ja dann die deine Tür nehmen und dann, jetzt habe ich mich selbst verhört. Ja, hat sich auch warum selbst Ahnung. Verletzt. Ich glaube, die Verwirrung ist gerade verwirrt. Ja, wollen wir einfach versuchen? Ihr habt einen Versuch, ansonsten müsst ihr dann raten. Ein zweites müsst ihr. Let's go. Können wir nicht fragen... Warte mal, es gibt keinen Sinn. Ich gebe euch noch bis 22:15 Zeit. Warte mal, der war in Sicherheit, Chef. Eine Minute. Gut, dann müssen wir es so versuchen. Wir fragen, ob hinter der linken Tür eine Person ist. Dann weißt du aber nicht, nee, warte mal, die Tür nicht. Wir fragen einfach, ist die Tür, die dein Kollege nehmen würde, würde diese rausführen? Doch nicht. Und der Kollege, wenn der lügt, nimmt er halt die, die schlecht für uns ist, also nehmen wir die andere. Und das würde bei beiden rauskommen. Was? Wieso kommt es bei beiden raus? Weil der die Wahrheit sagt, der würde ja so denken, als würde er lügen. Und somit würde er die falsche Tür nennen. Und der lügt, der würde ja von sich ausgehen. Und somit würde er auch die Tür nehmen, die schlecht für uns ist. Ach so, nehmen wir dann einfach die... Und das könnte funktionieren. Dann fragen wir so. Okay, stellt jetzt die Frage, die ihr fragen wollt. Sie hören euch zu. Ja, jetzt schon vergessen. Noch mal. Die habe ich doch jetzt schon vergessen. Also. Formuliert nochmal. welche...
Wow, jetzt krieg ich es echt nicht formuliert. Ja, das ist jetzt die Quest, das zu formulieren. Ja, die. Welche Tür wird dein Kollege nehmen, um sicher hier rauszukommen? Okay, okay, der Abgeordnete zeigt auf die linke Tür. Und der Assistent zeigt auch auf die linke Tür. Er sagt, da geht's lang. Dann gehen wir auf die rechte. Gehen wir durch die rechte. Oder ich gehe durch die rechte. Ja, ich gehe auch durch die Rechte. Theoretisch gesehen sollte das so Okay. richtig sein, glaube ich. Okay, Sekunde. Oder Zwergi bei der Ihr Lügner und kommt, Weiß also war ein ihr Lügner. kommt, ihr betretet ein anderes Büro, ihr kommt in ein anderes Büro und dort seht ihr eine Tür, die nach draußen führt. Es war die richtige Tür, herzlichen Glückwunsch. Aber ihr findet euch erstmal in einem anderen Büro, in einem leeren Büro wieder. Da ist keiner drin. Es gibt eine offene Tür nach draußen, die führt nach draußen, aber in diesem Büro ist ein Schreibtisch, also der Abgrund ist wohl gerade weg. Da ist ein Tresor an der Wand mit einem Drehrad, einem Drehschloss drin. Ja, und also ihr seht einen Tresor an der Wand und als ihr reinkommt, könnt ihr euch jetzt noch umgucken oder rausgehen oder Sachen machen. Was tut ihr? Von wem ist das Büro? Erkennt man das irgendwo ran? Das kennt ihr nicht, das ist seltsamerweise auch, man erkennt es von dem Innenausstattung, ist relativ spartanisch, das ist zwar wirklich nur ein Schreibtisch mit ein paar Unterlagen drauf. Eindeutig keiner von der FDP. Ja. Wollt euch umgucken, was ihr hier noch seht, vielleicht findet ihr irgendwas, was euch hilft. Joa. So ein bisschen umgucken. Wir können ja mal die Schreibtische durchsuchen. Ja. Okay, als ihr euch umguckt, als ihr euch ein bisschen im Raum umguckt, seht ihr, dass eine Toilette, also ein Toilettenraum dort mit Waschbecken, Toilettenschüssel und ein Spiegel in dem Raum mit drin ist. Also mit so, das hat so eine kleine Kammer mit dran an dem Raum. Da ist scheinbar eine Toilette mit in dem Raum. Ein Waschbecken. Ja, gehe ich da mal rein und gucke mich da nochmal um. Jo, das ist eine Idee. Okay, wie hast du irgendwas auf Aufmerksamkeit, auf Umgucken oder auf Sinnesschärfe oder wie in dem? Nein, habe ich nicht. Irgendwas Ähnliches? Wer ist da Nein. gerade reingegangen in den Raum? Ich, Christine. Tja. Na gut, dann lassen wir das und machen wir mal. Ja, würfel mal auf Geschick. Auch wenn das jetzt nicht wirklich sinnvoll ist, aber Nein, habe schaffst ich du nicht. nicht. Okay. Das Bad sieht ganz normal aus. Das ist komplett, das ist Ja. absolut nichts Okay. Auffälliges drin. Gut, Normaler dann. Spiegel, normale Toilette. Nichts Ja, Besonderes. gehe ich einfach wieder raus. Sag, ja, ich habe nur haben im Bad nichts gefunden. Okay. So, dann Also gut, noch im sich kurz Schreibtisch noch jemand schon um. nichts. Am Schreibtisch ist normal, also ein paar Gesetzestexte, die irgendwie da deutsche Gesetzentwürfe sind, also nichts Besonderes. Ist da nichts Wichtiges. Papierkrams, nichts Besonderes. Du Doch. findest eine Sekunde, aber Das war. du findest in der Schreibtischschublade. Das gebe ich euch. Warte, du findest zwei Sachen in der Schreibtischschublade. Einmal die 80 und die 2. Achso, ich dachte gerade. Findest du einen Ja. Kugelschreiber, findest du?
eine Schublade, den du mitnimmst. Und ja, du findest ein Pokerchip im Wert von 1. Also. Oh wow. Das findest du beides in der Schublade des Schreibtisches, als du das durchsuchst. Ja, dann verlasst das Büro oder wollt euch noch weiter umgucken. Die Tresoren ein bisschen unter die Lupe nehmen. So, ja, können wir den knacken? Könnte versuchen. Wollt es versuchen? Wer macht es nochmal? Also, wer kann nochmal? Also du kannst knacken, oder? Ich kann theoretisch Schlösser knacken. Ich weiß nicht, ob das. Kannst du es ja mal versuchen. Dann würfel mal Schlösser knacken. Ach, scheiße, das ist Laufwerk. Das ist aber. Hättest du sowieso erschwert, also. Ja. Du schaffst nicht. Dabei, das hast du so verkackt, dabei zerbricht dir der Dietrich, den du dabei hast. Den kannst du aus dem Inventar schreiben. Aber du bemerkst, dass da. Es ist ein Zahlenschloss drum, das von. Sekunde. Ich muss nochmal genau nachgucken, wie das Schloss ist. Warte mal, hat er gerade einen Zahlenschloss versucht, mit Dietrich zu knacken? Mega Move, das klappt man uns richtig dumm. Ihr seht ein Zahlenschloss von 0 bis 10, was dort, also was da, wo die Nummer 0 bis 10 sind. Das ist aber so ein Ding, was man ist so ein. Du erkennst, aber weil du Zahlenschlöcher, weil du so ein Schlossknacker bist, du erkennst, dass es so ein Schloss ist, was man so. Du musst das bestimmte Male in die eine Richtung und dann in die andere Richtung drehen, um das zu öffnen. Also du musst halt irgendwelche. Eine bestimmte Anzahl von Klick. Das macht immer so einen Klick, wenn du es einmal drehst und das, du musst das so und so viele Male nach rechts drehen, so und so viele Male nach links und das ist halt. Du musst es machen, um das zu öffnen. Das erkennst du. Okay, wollt ihr euch noch irgendwie umgucken oder Schloss knacken nicht funktioniert? Tut was. Können wir einfach auf Glück mal würfeln? Keine Ahnung, ob was wir das einfach so knacken können. Was willst du würfeln? Einfach mal auf, keine Ahnung, gibt es sowas wie. Kann man auf irgendwas würfeln? Dass man einfach mal random versucht, ob man es. Schlösser knacken könntest du versuchen, aber das hast du gerade schon verkackt. Dein Dietrich ist kaputt. Ich hab nicht gewürfelt. Und du hast keinen Wert, glaube ich, drauf. Ja, genau hast deswegen. Irgendwas? Einfach random. Nee, dann kannst du es nicht, versuch's nicht. Du kannst nicht mit der Hand einen Tresor öffnen. Das ist ein schwerer Tresor. Zahlenschloss. Du könntest dich umgucken. Es ist kein Zahlenschloss, sondern es ist ein Drehschloss, so ein Tresorschloss, der nicht so ein Fahrradschloss, sondern es hat ein Drehschloss, da sind Zahlen dran markiert, die. könnte ich im Tresorraum noch umgucken, ob irgendwas Hilfreiches findet, was ich hilft, den Tresor zu öffnen. Ansonsten müsst auch den Tresor nicht knacken. Das ist jetzt nicht. Entscheidet euch. Um den Druck mal zu erhöhen, würde ich sagen, das ist langsam. Ist auch schon 15.30 Uhr geworden. Ihr habt noch eine Stunde Zeit, um irgendwie was zu machen, bis die Abstimmung ist. Ja, hast du eine Idee, was wir machen könnten? Nö. Fällt mir jetzt nichts ein. Ja, dann. Wenn euch nichts einfällt, könnt ihr auch den Raum einfach verlassen. Und ihr wolltet ja sowieso zu Kate per Page hin. Ja. Dann such mal Page. Ja. Ihr findet das Büro, das war direkt daneben. Ihr seid in das falsche Büro reingegangen. Das Schild hing zwar irgendwie, das hing irgendwie in der Mitte und ihr seid in das Recht reingegangen, obwohl es nach links ginge.
Ihr betretet den Raum und nein, jetzt nicht so. Charakterbilder. Ihr findet Paige Campo. Das ist genau die hier. Die seht ihr dort. Die sitzt dort alleine in ihrem Büro. Der Stenz wohl gerade weg. Sitzt hinter ihrem Schreibtisch und ist an ihrem PC und erledigt dort Sachen. Ihr okay. Findet sie dort. Was tut ihr? Wir können sie einfach ansprechen, oder? Wir können sie jetzt ansprechen. Diese chinesische Musik finde ich immer sehr passend. Dann, ja, keine Ahnung, ich muss sie ansprechen und wegen was muss ich mir nochmal mit dir sprechen? Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Ihr seid hier unterwegs, um Abgeordnete zu finden, um ihr wollt Leute finden, die für euch entweder eine Rede halten oder. Ja, stimmt. Ja, also ich würde mal sagen, ihr wollt jetzt Leute finden, die für euch eine Rede halten oder die euch ihre Redezeit abschreiben, die euch ihre Redezeit zur Verfügung stellen, dass die dann dass ihr was halten könnt oder so. Ihr hättet auch die Möglichkeit, noch genügend Leute zu überzeugen, aber da wird die Zeit knapp. Also ihr könnt jetzt nicht mehr genügend Leute ansprechen, dass die noch das Abstimmungsergebnis sich verändert. Da ihr müsst jetzt irgendwie zur Rede entweder jemanden für euch reden lassen oder selbst eine Rede schreiben. Aber da muss jemand anders für euch seine Redezeit aufgeben und mich stattdessen reden lassen. Dann würde ich sie mal fragen, ob sie uns helfen könnte, weil sie uns empfohlen wurde. Ja, wie willst du das tun? Also, ich habe gehört, dass du gegen das Gesetz bist und dass du uns vielleicht helfen könntest. Ob sie eine Idee hätte, wie wir es am besten machen könnten. Ja, mit wie willst du das tun, habe ich eher gefragt, auf welchem Weg willst du sie manipulieren? Ich kann auf Ding werfen, warte. Aber sie ist jetzt, also sie ist jetzt auch, sie ist ja auch eher auf jetzt. Auf Begeistern so, könnte ich werfen. Dann, hat sogar geklappt. Wirf mal, hat geklappt. Okay. Ausnahmsweise mal. Sekunde, muss mal gucken, ob das geklappt hat, weil sie ist wirklich sehr beschäftigt. Sie hat eigentlich eine Rede vorzubereiten. Ich habe 20 gewürfelt und dann haben wir 56, also. Aber sie würfelt nochmal dagegen. Achso. Wo habe ich so den Charakter? So ein bisschen. Okay. Du hast drauf. Du wirst, ja. Würfel ich mal einen verdeckten Wurf. Okay. Das hat sie tierisch verkackt. Okay, sie ist begeistert von dir, wie du erzählst ihr, dass sie dir vorgeschlagen wurde. Sie ist beeindruckt davon, dass ihr sie als Rednerin rausgesucht hat, dass ihr sie als Politiker aus allen rausgepickt habt und dass sie euch empfohlen wurde, und stimmt euch zu, sie sagt euch, ich helfe euch gern dabei, eurem Vorhaben. Was kann ich für euch tun? Denn? Wie braucht ihr meine Hilfe? Wofür braucht ihr meine Hilfe? Was für eine Schmaus? Also, ich würde. Für welche Partei ist hier nochmal? Das habt ihr nicht gefragt, aber okay, ihr wisst, dass sie grün ist. Ja, das wurde uns am Anfang gesagt, deswegen, ich wusste es noch nicht mehr. Okay, Artflower AI hat es auch relativ offensichtlich gemacht. Ja, stimmt. Die Charaktere wurden auch relativ offensichtlich designt. Die Augenfarbe ist ein bisschen stechend. Ja.
Ja, sie fragt euch, dich, der sie gerade begeistert hat. Wie kann ich Ich würde dann sagen, die Grünen waren enthalten sich. Ich würde gerne fragen, ob ich sie irgendwie das, ob sie eine Rede halten könnte, dass die Grünen vielleicht dagegen stimmen könnten. Da das viel bewirken könnte. Okay, da wirf dich auch gerade mal selbst nochmal drauf, ob sie das auch, ob sie das auch macht. Ja, diese Charakterbögen hier. Okay, auf was würfel ich? Auf was würfel ich? Auf das würfel. Okay. Sie würde sich selbst gerne enthalten bei dem. Deswegen, also, sie könnte für euch eine Rede halten, aber sie schlägt euch vor, dass ihr besser eine Rede schreibt. Also, sie könnte euch, sie weiß, dass die Möglichkeit gibt, dass sie euch die Redezeit übertragen kann. Vielleicht könnt ihr das glaubwürdiger umsetzen, wenn ihr da mal eine Rede haltet und da dann, sie kann gern da mal das möglich machen, dass ihr an ihrer Stelle vor dem Parlament reden könnt und da vielleicht mal. Sie wird es zur Not auch machen, aber sie ist da. Sie findet da nicht die richtigen Worte für. Ist nicht für das Gesetz, sie ist auch nicht gegen das Gesetz. Sie wird sich gerne enthalten und deswegen. Ja. Sie hat zwar sogar eine Rede vorbereitet, aber. Also da du sie so beeindruckt hast, gibt sie den Tipp, den Rat. Es würde euch, glaube ich, mehr helfen, wenn ihr selbst die Rede halten würdet. Kann ich dann mit ihr zusammen vielleicht die Rede schreiben, also dass sie mir hilft wegen Formulierung und sowas? Damit es vielleicht besser ist? Ja, okay, das macht sie, sie unterstützt euch beim Reden schreiben. Was auch immer. Okay, sie sagt euch aber tatsächlich, wir leben in einem Bürokratenstaat. Da muss tatsächlich noch einiges passieren, damit die Redezeit überschrieben werden kann. Ihr müsst mal zur Abteilung Parlament und Abgeordnete gehen. Und dort müsst ihr einen Antrag holen und da müssen wir einen Antrag ausfüllen, damit euch die Redezeit so kurzfristig noch überschrieben werden kann, damit ihr das mal halten könnt. Okay, Das wurde jetzt nach der letzten Bundestagswahl wurde das eingeführt. Da gibt es jetzt neue Papiere für, die ausgefüllt werden müssen. dann würde ich am besten mal fragen, was der kürzeste Weg dahin ist. Das ist hier gleich nebenan. Also das ist da einmal den Weg hier rüber. Das gibt so eine Brücke hier, die da rüber führt. Das ist da einmal dort hinten über die Brücke rüber und da ist da schon das Büro. Einfach mal anklopfen und nach den Papieren Ja. dafür fragen für die Redenübertragung. Dann würde ich sagen, machen wir das direkt. Macht euch auf den Weg. Jo. Jo, oder? Oder willst du noch Jo. irgendwas? Ne. Okay, auf dem Weg kommt euch auf jeden Fall auf Sekunde, das muss ich mir selbst nochmal durchlesen, wie ich das formuliert habe. Ach komm. Sekunde, jetzt habe ich mich verblättert. Ja. Auf der Gegend, also auf dem Weg über die Brücke, die man hier im Bild sieht. Läuft euch ein älterer Herr über den Weg, der euch irgendwie anrempelt, der kommt euch irgendwie kommt da ungut auf, stolpert irgendwie und lässt Stift und Zettel fallen. Also lässt irgendwie, er hat ein paar Zettel in der Hand und die ja ihm aus der Hand fallen und die vor euch auf den Boden fallen. Was tut ihr? Also, warte nochmal, den Der letzten alte Satz Herr bitte. ist gerade gestolpert und hat seinen Stift und seine Papiere fallen lassen.
Die Stifte und Zettel hat er dort fallen vor euch auf den Boden. Die hat er irgendwie ungünstig gestolpert. Hält sich am Geländer noch fest, so ein bisschen. Ist schon älterer, ja. Stöhnt so ein bisschen. Ich würde es ihm aufheben und mal drauf schauen, was das genau ist. Es sind ein paar Papiere, die dort. Er kommt genau aus der Richtung, wo ihr hin wollt. Er hat auch einen Antrag gemacht, aber für was anderes. Irgendwie hat einen Antrag auf Büromittel, irgendwie, was er dort irgendwie beantragt hat, irgendwas. Er bedankt sich auf jeden Fall bei euch, dass er ihm geholfen hat, das aufzuheben. Und gibt euch als Dank dafür einen Viertel Dollar, also ein extra Life. Einen kleinen Viertel Dollar, okay. Ein Quarter kriegt er dafür. Könnt ihr bei Bedarf mal ausprobieren. Viertel Dollar. Kriegt er dafür, ja, dass ihr ihm das geholfen habt. Und geht weiter, sammelt, nimmt sein Zeug an und geht weiter seinen Weg. Wollt ihr euch mit ihm noch unterhalten oder lasst er ihn gehen? Ich würde einfach weitergehen. Okay. Ja. Während ihr weitergeht, seht ihr übrigens, dass auf dem Boden noch ein Zettel von ihm liegen bleibt. Hat er vergessen aufzuheben, da liegt noch ein Formular, A4 Zettel auf dem Boden. Dann würde ich so auf jeden Fall mal aufheben und anschauen. Okay, du guckst sie an. Da steht, was er schon ausgefüllt hat. Da steht oben steht eine Liste, wo er ausfüllen musste: Name, Alter und so weiter. Er hat seinen Namen dort eingetragen. Sein Name lautet Jakob Maria Mierscheid. Er ist schon älter, als er denkt. Er ist ziemlich dolle alt. Das Alter, was da drauf steht, könnt ihr gar nicht glauben. Das hat er sich bestimmt vertippt. Das ist komischerweise dreistellig. Ja, ihr könnt den Zettel jetzt. MR ist schon weg. Ihr könnt den Zettel so gut wie. Könnt den Zettel so gern einstecken, weil es. Ihr findet ihn, ihr werdet ihn nicht wiederfinden. Ja. Ihr könnt ihn gerne in der Rezeption abgeben. Vielleicht wird das dementsprechend Abgeordneten zugewiesen. Nee, ich würde ihn behalten gerne. Steck ihn ja in dein Inventar. Vielleicht weiß der Bundestag da mehr. Und weiß, wem das zuzukommen hat. Ich kann nicht mehr leben. Okay, ihr seid auf dem Weg zum. Zur Abteilung Parlament und Abgeordnete. Ja, stimmt. Als ihr das Büro betretet, Sekunde. Ja. Ihr müsst fragen nach der Ausnahmeregelung zur Übertragung, zur Übertragung der Redezeit. Es steht auch, als er am Eingang ankommt, es gibt so eine große Tafel, auf der so steht, was es für zur Übersichtlichkeit, damit die Abgeordneten das besser wissen. Steht da, was es hier für Sachen zu beantragen gibt, was für Formulare beantragbar sind. Und ihr seht dort, dass unter anderem die Ausnahmeregelung zur Übertragung der Redezeit eines Abgeordneten auf externe Experten, die nach der Bundestagswahl 2025 eingeführt wurden, dass so heißt dieses Formular, was ihr beantragen müsst. Ja, ihr seht vor euch eine alte Dame, die am Schreibtisch sitzt und meterweise Papier mit Stapeln überdeckt ist. Der hat wirklich, wirklich große Türme auf dem Schreibtisch aufgebaut, wirklich massiv Papierstapel. Das ist also wirklich da
wenn die umkippen würden, würden sie sie erschlagen. Also das ist halt wirklich eine. Und das, die Dame sieht halt wirklich, die arbeitet dort seit. Die sieht so aus, als würde sie, als wäre sie schon hier, als der Bundestag gebaut wurde. Die ist da schon, die ist da wirklich, die ist eigentlich von dort vergessen worden. Die wurden nicht in Rente geschickt, die ist dort, die arbeitet hier schon seit Generationen. Die sitzt dort an einem Schreibtisch vor ganz meterhohem Papier. Und die würdigt euch keines Blickes. Also die ist halt wirklich, die ist ziemlich gestresst und guckt halt nach links zu rechts von einem Papier zum anderen, füllt Papier raus, kritzelt und hat nicht wirklich Zeit für irgendwas. Was tut ihr? Guten Tag, gnädige Frau. Wir würden gerne eine Redezeit. Wow. Eine Redezeit und Buchung beantragen. Sie guckt euch gar nicht an, weil sie ist zu beschäftigt. Es ist viel zu, hat keine Zeit mit euch zu reden. Sie fragt nur, die Ausnahmeregelung zur Übertragung der Redezeit eines Abgeordneten auf externe Experten braucht ihr. Genau. Dafür habe ich was für euch. Warte mal, sie wühlt nach und guckt so in den Unterlagen nochmal nach. Dafür brauche ich aber von euch einmal das blaue Formular und ja, das brauche ich, das blaue Formular braucht dafür, um den Antrag zu. Das ist Formular A38. A38 braucht ihr dafür und dafür braucht das blaue Formular. Das blaue Formular brauche ich von euch. Das gibt's da drüben bei. Sekunde, sie blättert nochmal nach. Muss nochmal selbst nachgucken. Das gibt's drüben den Gang runter. Rechts. Direkt neben der Kollegin Campbell gibt's eine Ablage. Dort sind die Formulare nach Farbe sortiert. Müsst ihr mal gucken. Da müsst ihr mir das blaue Formular bringen. Dann können wir weitermachen. Und ich. Sie widmet sich wieder ihrem Papier und ignoriert euch. Ja, ich das blaue sprint Formular. Los. Okay, du sprintest los zurück ja. Zu. Du findest die Ablage tatsächlich, wo sie beschrieben hat. Aber da gibt's leider nur. Da gibt's leider kein blaues Formular. Es gibt ein Magenta-Formular. Es gibt ein cyanfarbenes Formular und ein gelbes Formular. Welches nimmst du mit? Steht irgendwo eine Nummer noch drauf oder? Nur nö, das Farbe? Ist, das sind die, die sind nach Farben sortiert. Es gibt Magenta, Cyan, Gelb gibt's dort. Ich nehme natürlich alle drei mit. Also mich kann ich helfen. Ich bin farbenblind. Du bist farbenblind, okay. Kannst dir nicht helfen. Okay, du nimmst alle drei mit und gehst wieder zurück, denke ich. Sprintest wieder zurück. Dann würfel mal auf Rennen. Das Prinzip. Hast du auch den Laden kaputt? Hab ich nicht. Ich würfel auf Handeln. Würfel mal auf Handeln. Ich fall um. Du fällst zweimal auf dem Weg hin, aber du kommst doch irgendwie hin. Okay, ihr kommt dort an und die Dame will von euch das blaue Formular haben. Ja, ich zeig an. Das Türkise und das Magenta-Farbe hin. Was von den zwei? Sie nimmt dir das Magenta und das Zyan Formular entgegen und sagt, es ist genau das, was ich haben wollte. Danke. Und schickt euch weiter, gibt euch ein Papier, ein weißes Blatt Papier, auf dem und das sie aber weiter und sagt euch, ihr müsst damit weiter zur Abteilung Technik. Da könnt ihr das nächste Papier, da müsst ihr das nächste Papier für beantragen.
Die Abteilung für Technik müsste diesem Papier, das Papier müsste der Abteilung für Technik geben. Und da gibt es dann das nächste Formular, was ihr braucht. Ich könnte uns kurz sagen, wo die Abteilung für Technik ist. Das weiß doch jeder, da hinten rechts. Einmal den Gang runter, okay, und dann rechts. Ja, ja, ich meine, vielleicht arbeite hier noch nicht so lange und ja, gehen dorthin. Sie ignoriert dich und widmet sich wieder ihrem Zeug. Okay, ich denke, du gehst direkt hin. Ihr findet das auch relativ schnell. In der Abteilung für Technik kommt dran, ihr klopft an und da sind ein paar, das ist die Abteilung für Technik, das sind IT-Leute, die dort stehen, das ist ein Serverraum, da wird sich um Technik gekümmert. Man gibt euch dort diesen QR-Code, einen Zettel mit dem QR-Code drauf, den dürft ihr mal einscannen. Das ist ein Scanner. Spawnen mal. Ihr habt dann eine Wartenummer, die ihr damals finden könnt. Da müsst ihr gleich eine Nummer, die ihr gezogen habt, finden. Diesen Code. Sagt mir, welche ihr gezogen habt. 63. Ja, okay, ihr müsst euch anstellen, vor dem, da gibt's noch so einen kleinen Schalter, wo ich anstellen müsst, mit der Nummer. Ihr seht ein Display, aber dort, ihr seht ein Display über der Tafel, über dem Schalter, wo er steht, ist gerade, die 62 ist gerade dran, die 62 wird gerade angezeigt, ja, ihr seid die 63, ihr seid nach der 62 dran. Was tut ihr? Wir warten. Ja. Ihr habt eigentlich nicht mehr wirklich die Zeit zu warten, aber... Keine Ahnung. Nächstes Mal kommt da weiter, um zu warten. Wollte mal an Schalter gehen und mal fragen. Ja. Und die 62 ist gerade aufgerufen. Wollt ihr irgendwas tun? Keine Ahnung, wir müssen ja warten eigentlich. Okay, dann sag ich mal am Schalter ist ein Typ sitzt am Schalter und ruft tatsächlich, dass mal der Herr ja, R. Wenzel soll mal kommen, der ist jetzt die Nummer 62, der ist vor euch dran, und der soll mal herkommen. Das wird mehrere Mal gemacht, der Herr Wenzel wird aufgerufen, aber der Herr Wenzel ist nicht da. Okay, du brichst gerade ab auf Discord, kam nicht an. So, dann werde ich hingehen und fragen, ob wir vielleicht vordürfen, weil er ja eh nicht da ist. Nee, der ist schon da, sagt man euch, aber es ist der sorgt irgendwie dafür, dass der Herr hierher kommt. Der ist unbedingt, die Reihenfolge muss unbedingt eingehalten werden. Der muss vor euch drankommen. Guckt irgendwie, dass er herkommt, aber es hat seine Richtigkeit so. 62 ist jetzt dran. 63 ist nach der 62 dran. 62 dran. Ja. Was tut ihr? Du bist wieder viel zu leise. Geh mal näher ans Mikro oder so. Wie ist die Nummer? Okay, du bist gerade echt am Sterben. Das ist halt irgendwie schlimm. Warte, besser? Ja. Versuch mal. Okay. Also du gehst zum Herrn Wenzel hin. Sitzt der da oder wie? Der ist tatsächlich, du müsstest nach seinem Büro gucken, ob das irgendwo hier sein Büro ist. Achso, nee, ich meinte, ich gehe zu hier Ding, wie heißt sie? Die andere, mit der ich spiele. Also hier, den anderen Charakter. Ja, danke. Also, und frag sie, was wir machen sollen.
scheinen auf jeden Fall sehr auf die Reihenfolge zu pochen. Also entweder wir finden den oder die Die Reihenfolge chronologische des Reihenfolge ist ja Gegenstandes. sehr wichtig. Der, ja. Dann müssen wir wohl runter zur Rezeption und ihn finden. Anscheinend schon. Wie machen wir es am besten? Ja, wir rennen raus, springen vom Gelände oder landen wir unten und gehen zur Rezeption. Klingt nach Klingt der Selbstmord. Plan. Dann nehmen wir die Treppe. Okay, Das klingt schon besser. nehmt also die Treppe und geht runter. Okay, rennt runter, kommt an die Rezeption. Ich wurde gesagt, dass der Herr Wenzel genau am anderen Ende des Hauses von der Rezeption ist. Ich wurde gezeigt, genau dort, das ist da das hinterste Büro. Ihr seid am die Rezeption ist ganz vorne, hier das hinterste Büro. Hinten links ist das Büro vom Herrn Wenzel, der ist von der CDU. Okay. Ja, ich renne quasi dorthin, oder so schnell es Würfel geht. nochmal auf Verrennen. Ja, da werde ich sicherlich dreimal hinfallen. Ah, es geht sogar. Oh, schaffst das sehr gut, das Rennen. Ja, gut. Ja, gehe dorthin, reiß die Tür auf und sag: Herr Wenzel, Ihre Nummer in der Technikabteilung ist dran. Kommen Sie bitte sehr schnell, es ist eilig. Er sagt, er hat zu viel zu tun, er ist anderweitig beschäftigt und kann gerade nicht kommen. Dann geben Sie uns die Nummer. Er wirft mal auf Überreden oder so weiter, ob du die Nummer kriegen kannst. Manipulieren? Auf Manipulanten, ja, würfel mal auf Manipulieren. Ja, geschafft. Okay, er gibt euch sehr widerwillig, aber widerlich auch seine Nummer. Tauscht sie aber gegen eure Nummer. Ja, Ja. verständlich. Denke ich. Dann Okay, ihr habt die rennen. Nummer 62. Dann gehen wir wieder zurück zur Technikabteilung und sagen: Hier, wir sind dran. Wir haben die Ja, Nummer. okay, das ist in Ordnung. Mit der Nummer kommt er dann tatsächlich dran. Dort kriegt ihr einen weiteren Zettel gereicht. Den müsst ihr zur Zentralabteilung und dort Formular 7b müsst ihr euch geben lassen. Merkt euch das 7b, das müsst ihr dringend da bei der Zentralabteilung kriegen. Müsst ihr euch geben lassen. Okay. Ja. Dann zur Zentralabteilung. Wo auch immer die ist. Wo ist denn die? Menschen der Technikabteilung. Die ist den Gang runter, dann Eingang, dann über die Treppe in die nächste Etage runter und dann links. Das ist die nächste Abteilung. Das ist die Zentralabteilung. Gehen zur Zentralabteilung. Okay, ihr betretet die Zentralabteilung. Ja, da sitzt eine Dame am Schalter und ja, guckt euch gespannt an, was ihr von ihr wollt. Wir hätten einmal das Formular 7b. Okay, von der B-Sorte, sie guckt nach von der B-Sorte. 7b ist leider geradeaus, aber wir haben hier noch das Formular. Wir haben noch Formular 3, 2, 1 und 4. 3, 2, 1 und 4b. Dann nehmen wir Formular 4 und 3b. Es sind auch noch gekriegte Formular und gekriegte Formulare. Und ja, werdet damit weitergeschickt. Ihr müsst damit zur Abteilung Information und Dokumentation und das dort Okay. abgeben. Dort müsst ihr alle, die ihr bisher gekriegt habt, abgeben. Das ist ganz wichtig. Okay. Und die ist übrigens direkt nebenan, direkt das nächste Büro nebenan. Dann gehen wir einfach mal nebenan und ja. Okay, dann sagt mir mal, welche Formulare ihr abgeben wollt. Also, das Magenta und Türkise Formular
das Formular 4 und 3b und das Formular A38. Das Formular Nehme ich an. 38, das kriegt er jetzt von denen. Achso, das kriegen wir, okay, gut. Aber das Formular 38 musst du jetzt mit dem Papieren beantragen. Das kriegt ihr bereicht. Sekunde. Da ich natürlich was für euch. So, wo habe ich es denn? Ist doch hier sehr schön. Hier das schöne Formular hier. Am liebsten würde ich das euch jetzt nochmal ausfüllen lassen. Könnte ich auf Welches jeden Fall das mal da? anfüllen. Ja, Könnt ich ihr auf jeden kann. Fall mal angucken. Das ist das Langweilige davon. Sehr schön. Ich habe das Bessere mit Einmal Nasenabdruck und anfüllen. alle. Ja, das habe ich ein bisschen umgeändert. Ah, okay. Es ist das Formular mit ein paar Anpassungen von mir. Spaßeshalber könntet ihr das jetzt mal ausfüllen, aber ja. Nur wenn ihr wollt. Nur wenn ihr wollt. Zwinge ich da Keine jetzt nicht Ahnung, wie ich das dazu. ausführen sollte. Ist ja auch nur zum Spaß. Okay, dann. Okay, auf dem Zettel steht übrigens noch ganz unten in kleingedrucktem Text, steht da noch drin, dass das jetzt so Stempel, als erstes ein Stempel von der Abteilung für Information und Dokumentation und dann damit müsst ihr jetzt, damit braucht ihr jetzt von einer Abteilung wieder einen Stempel, damit das genehmigt wird. Ah, nee. Gut, wir gehen nochmal Nachdem ihr es einmal ausgefüllt rückwärts habt, alle das. Abteilen durch und jeweils einen Stempel. Okay, geht's zurück, ihr kommt relativ durchgelaufen. Eure Füße sind, ihr könnt kaum mehr laufen, als ihr zurückkommt. Ihr habt gefühlt, also bei jeder Abteilung gab es drei Stempel drauf. Also das Formular ist voller Knallbutterstempel und Unterschriften, als ankommt. Ihr habt es ausgefüllt, das Formular sieht aus wie der letzte Müll. Und ihr kommt zurück, die letzte Abteilung, die ihr trefft, ist tatsächlich die Abteilung, wo ihr am Anfang wart, die Abteilung Parlament und Abgeordnete. Dort sitzt die alte Dame hinter dem Papierstapel und nimmt euch das Formular ab und setzt ihren letzten Stempel drauf und gibt euch einen kleinen Zettel, auf dem drauf steht, dass ihr die Rede halten dürft. Okay. Geschafft. Okay. Wollt ihr damit noch irgendwas machen? Mit noch irgendwas wollt ihr so? Eigentlich nicht. Also zurück zu Page. Und ihr Ja. sagen das Ja. dann. Ja. Okay. Ist auch schon, also ihr habt lange gebraucht. Ist auch schon 16:15 Uhr jetzt schon geworden. Es dauert nur eine Viertelstunde, bis die Rede im Parlament anfängt. Im Plenarsaal, im Parlament seid ihr auch nicht im Parlament. Im Plenarsaal. Ja, ihr kommt zurück zu Page und Page sagt euch, dass denn ist in Ordnung. Sie wird mitkommen, sie sitzt im. Sie lässt euch die Rede halten und ihr. Sie wird im Plenarsaal sitzen und euch aufmerksam zuhören. Und weil ihr das so gut gemacht hat, verspricht sie euch sogar gegen das Gesetz zu stimmen. Sie lässt sich da. Sie wird mal dem Fraktionszwang entgegentreten und da mal gegen das Gesetz stimmen. Eine Stimme habt damit ihr schon gewonnen. Ja. Gut, na dann denke ich mal, begebt ihr euch wieder zurück zum Reichstagsgebäude. Wo ihr auch jetzt als offiziell eingetragener Redner werdet ihr da auch relativ ihr werdet dort gut durchgelassen. Kommt durch alle Sicherheitsschranken durch, ihr kommt da überall durch. Kurz bevor ihr zum. Ihr werdet nochmal durch den Besucherbereich geschleust, aber da kommt er auch wieder durch, da kommt da nochmal
Ihr kommt zum Plenarsaal hin. Im Besucherbereich seht ihr nochmal, ihr trefft auf das kleine Mädchen, was zumindest Max noch kennen könnt, sollte dass ihr vom Paul-Löbe-Haus heute Mittag noch getroffen habt, was dort nach seiner Mami geschrien hat. Das ist gerade am Ende seiner Führung und wird da gerade, ist gerade, und die wollen gerade gehen, hier, seine Mami und das Mädchen ist dort, sieht das gerade wieder, dort im Besuchereingang. Dein Discord ist heute wirklich im Arsch. Nee, ich bin ein bisschen. Ich sitze ein bisschen wahrscheinlich. Also sitzt weiter weg. Ich gehe einfach vorbei, ohne irgendwas zu sagen. Geht vorbei. Ja, die sieht euch, aber sie ignoriert euch auch. Das ist da. Da, wie gesagt, die macht euch nichts weiter. Das ist da. Sie hat dich nicht in so guter Erinnerung. Nicht unbedingt mehr. Ich kann noch weitergehen. Dann kommt, ihr kommt jetzt. Ihr seid jetzt, ihr werdet von den Saalinern, die ihr zeigt euer Papierchen vor, dass er das reden dürft, dass er die Rede von Page, die hat auch nochmal unterschrieben, damit dass ihr das dürft, dass sie damit einverstanden ist, dass die Rede übertragen wird. Ja. Ihr werdet durchgelassen und ja, ihr. Ihr befindet euch direkt vor dem Plenarsaal. Und seid jetzt kurz davor, Rede im Plenarsaal zu halten. Ja, vor euch ist noch ein. Also, ihr werdet noch nicht reingelassen, ihr werdet dann erst zur Rede reingelassen, weil einen Sitzplatz habt ihr dort nicht. Als okay. Externe. Ihr könnt jetzt noch, ihr habt noch die letzten Minuten Zeit, der Redner hat gerade angefangen, habt jetzt quasi, ihr seid gleich die nächsten Redner, ihr habt noch 5 Minuten Zeit, echt gebe ich euch noch ein bisschen mehr Zeit, wir machen noch eine kleine Pause, eine Viertelstunde Pause, ihr dürft euch jetzt noch eine kleine Rede überlegen, aufschreiben oder irgendwie selbst im Kopf formulieren, die ihr gleich hier mal abschließend für den versammelten Bundestag und vor dem Publikum hier im Stream mal haltet, ja. Und da versucht alle zu überzeugen, dass sie dieses Gesetz nicht unterstützen, dass sie dieses Gesetz abzulehnen haben. Ja. Und dagegen stimmen sollen heute. Viel Spaß beim Rede formulieren. Wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Dann bin ich mal gespannt, was ihr zu. Okay, später. Was ihr für eine Rede haltet heute. Okay, ihr befindet euch direkt vor dem Eingang des Plenarsaals. Da seht ihr vor. Es steht, steht ein Saaldiener vor der Tür, vor der letzten Tür, und der guckt euch ein bisschen, der mustert euch von oben nach unten und guckt euch an, und der will euch irgendwie nicht wirklich abkaufen, dass ihr da jetzt rein, dass ihr da jetzt rein dürft und jetzt gleich eine Rede halten wollt. Was tut ihr? Wir warten, bis wir aufgerufen werden. Ja. Der will ich nicht. Der kann uns ja nicht wegschalten, wenn wir nur einen Brief da werden. Okay. Ich denke, ihr zeigt ihm auch nochmal den Antrag. Das glaubt er nicht wirklich. Okay, glaubt euch. Ignoriert ihn einfach. Okay. An euch vorbeikommt noch eine Person vorbeigerastet, die jetzt noch ganz schnell in den Saal rein will, die jetzt noch zur letzten Minute jetzt gerade bis jetzt beschäftigt war und jetzt noch rein muss. Die Person ist das. Ich will. Müsst ihr jetzt schon sehen. Und die kommt jetzt ein bisschen vorbei und
Die sieht vor allem dich, Daniel, und guckt dich ein bisschen an und lacht nur ein bisschen und geht an dir vorbei. Was tust du? Ich nick nur nett und beachte es nicht weiter. Und sage dann zu, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, auf jeden Fall. Sag ich zu ihr, ach, wahrscheinlich überrascht, dass solche Leute wie wir hier sind. Ja, wahrscheinlich. Okay, er dreht sich nochmal zu dir um und sagt nochmal guten Tag, Herr Meier. Und er kennt scheinbar deinen Namen und geht in, betritt den, das Parlament. Joa. Ich schaue ihn einfach überrascht hinterher. Okay, er verschwindet im Parlament und setzt sich auf die CDU-Seite des Parlaments. Ja, er sitzt relativ weit oben vorne, einer der bekannteren Köpfe der CDU. Gut, es dauert noch ein, zwei Minuten, bis der Redner vor euch fertig ist, die Rede gehalten hat. Die Dahlia, die jetzt bisher nicht wirklich einen Einsatz hatte, die hatte schon Möglichkeiten, sie einzusetzen, aber ihr habt sie dazu später haben, was wäre, wenn. Ihr habt die Möglichkeiten gemieden, in denen sie zum Einsatz gekommen wäre. Ihr steht Ja, zu ich will ja dritt. nichts sagen, aber der andere, der jetzt nicht hier ist, wollte ja gar nicht erst mitmachen. Also, ihr steht jetzt zuvor vor ihm und der Redner hat geredet und geht zurück auf seinen Platz. Die Bundestagspräsidentin, die gerade am Mikro sitzt, ruft gerade Paige, will gerade Paige Kämpfe aufrufen. Da kriegt sie von der Seite einen Zettel zugereicht und stutzt ein bisschen beim Reden und guckt ein bisschen drauf und räuspert sich ein bisschen und ruft dann eure Namen auf und ja, und bittet euch hinein und ihr werdet, es geht ein bisschen raunen durch die Menge. Es gab es hier bisher noch nicht so wirklich, dass also externe Leute, also es gab schon Lobbyisten und so weiter, die da ein bisschen, die es gab ein paar Wissenschaftler und so weiter, die man eingeladen hat, die da durch dieses neue Formular jetzt geredet haben. Also hochrangige Leute, die da so ein bisschen die wichtigsten Wissenschaftler und die wichtigsten Lobbyisten, die irgendwie Konzernchef und so weiter, die hier geredet haben, aber also jetzt ihr drei hier den Saal betretet, also auch so wie ihr gekleidet habt, ist so ein bisschen so, gerade durch die rechteren Seiten geht so ein bisschen ein Raunen, man ist sich nicht ganz einig, warum, also ob das so seine Richtigkeit hat, dass ihr wirklich reden dürft. Aber die Bundestagspräsidentin hat euch aufgerufen, es scheint seine Richtigkeit zu haben, zur Verwunderung von allen. Da stehen jetzt tatsächlich ein paar Banker vor dem, ein paar linke Banker dort vom Pult. Ich würde das Wort erteilt. Ich übergebe euch das Wort. Die nächste Redner, Christine Schmidt, Daniel Meyer und Daniel Wilder. Ihr habt das Wort. Wer möchte reden? Ich gehe zuerst ans Mikrofon. Das Mikrofon. Also ans Zwei-Stunden-Ding da. Das, ja. Das Ich muss ja Mikrofon einmal auf funktioniert, Begeistern und Führen werfen, man würde ich hört mal machen. euch. Man hört euch. Du musst Ja, nicht ich würde das einmal. würfeln. Rede. Achso, Rede und okay, begeistere das Publikum. Was?
Rede und begeistere das Publikum. Ah ja, bekomme ich bestimmt irgendwie. Sprich, jetzt spiel das aus. Also, wir sind heute hier, um euch davon zu zeigen, dass dieses Gesetz gar nicht so die gute Idee ist, weil das auch noch dafür sorgt, dass wir vielleicht sehr viel Freiheit einschränken und dass das vielleicht zu mehr führen wird und wir dann vielleicht nie wieder hier raus dürfen oder nie wieder vielleicht auch nur eine Stadt wechseln, ohne dass es arbeitbedingt ist. Und ich meine, wofür leben wir in diesem Land? Etwa, um uns einengen zu lassen und uns ständig an das zu binden, was uns nicht unbedingt Spaß macht? Es gibt Zwischenrufe von der CDU, es steht doch gar nicht arbeitslos im Text drin. Habt ihr nicht richtig gelesen, den Text? Von der AfD kommt Fake News. Das ist eine Frechheit, dieser Vorwurf. Nee, warte nochmal, was hast du gesagt? Rede weiter. Nee, ich meine, was hast du kurz gesagt, hat die CDU gerufen? Es steht doch gar nicht drin, dass im Antrag, dass da Arbeitslose drin sind. Das Wort Arbeitslose So. steht da gar nicht drin im Text. Lass dich nicht irritieren von Zwischenrufen. Ach so, nee, ich wollte jetzt Mach eigentlich weiter. abgeben. Also es war so, eigentlich wollte sie dann weitermachen. Ja. Und ich trete dann ans Pult und sage, beruhigen Sie sich. Ich als Vertreter der Allgemeinheit des Bundes für Leute ohne Arbeit spreche mich hier für das Gesetz aus, weil es uns allen verhilft zu einer sicheren Zukunft und zu einem besseren Lebensstandard. Die gucken ein paar Leute, die gucken von Grünen ein paar, du wirst komisch angeguckt, weil du gerade deinem Kollegen widersprochen hast. Ihr seid euch scheinbar nicht ganz einig. Page guckt euch komisch an. Ja, alles gut. Ich meine, ich kann jetzt nicht viel dagegen machen, weil Doch, du wie kannst ist das? reden. Wir sind im Bundestag. Ihr habt noch etwa 3 Minuten Redezeit. Daher, meine Abgeordneten dieses wunderschönen Landes, lasst uns heute hier gemeinsam Geschichte schreiben und dieses Gesetz gemeinsam verabschieden. Ja. Beeindruckend, wie die Musik einfach ruhig wird. An dieser Stelle. Die auch nicht sehr laut war, damit ihr reden konntet. Okay, Daniel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Halt so, ja, du weißt Er ist überrascht, schon. er weiß nicht, was er davon sagen soll. Ja, von der AfD-Fraktion, von der CDU-Fraktion, von der rechten Seite des Saals, also von der linken Seite des Saals, kommt jede Menge Applaus. Die linke Fraktion ist re relativ enttäuscht. Ihr seht der Paige Campbell die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, dass sie euch die Redezeit überlassen hat. Das bereut sie jetzt ziemlich sehr. Ja, nach eurer Redezeit, ihr werdet von Saalina nach draußen begleitet. Nach eurer Redezeit kommt dazu, es halten noch ein, zwei Leute, Abgeordnete, ihre Reden. Es ist ein CDUler, ein AfDler redet noch, ein Linker tritt noch ans Pult und beschimpft euch, was ihr gerade für einen Blödsinn erzählt habt. Gerade was du für einen Blödsinn erzählt hast, Christine. Ist alles noch, dass das Gesetz schlecht ist und so. Es kommt zur Abstimmung. Dein Teil war von Überzeugung, Christine. Die Prognosen lagen ein bisschen falsch. Du hast tatsächlich mit deiner Rede auch geschafft, ein paar Leute für das Gesetz zu überzeugen.
Das hier, das Gesetz wird mit großer Mehrheit angenommen und das Gesetz wird nach einer Abstimmung im Bundestag, nach einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag wird das Grundgesetz damit geändert und das Gesetz tritt meiner Meinung nach ab sofort in Kraft. Und ja, damit endet dieses Abenteuer so ziemlich. Ich kann auch weiter erzählen, was so passiert in nächster Zeit. Also als er dem Event aus dem, als Redner aus dem Bundestag entlassen, kriegt ein paar Jubelworte von CDUlern und von AfDler und von FDPler unterwegs, die von Befürwortern des Gesetzes. Einige gratulieren euch, dass er da für die tolle Rede. Als ihr rauskommt, Dalia spricht auf dem Weg dort nach draußen kein Wort mit euch. Draußen werdet ihr mit Buhrufen empfangen, ihr werdet beworfen mit Sachen. Es ist kein auf der Demo, die draußen, die noch da ist, wo noch ein paar Leute fahrt sind. Empfängt man euch gar nicht großherzig. Ich werde Buhrufe entgegengeworfen. Am nächsten Mittag, wie es in dem Gesetztext, den ihr nicht gelesen habt, der verbrannt wurde, wie es dort auf Schwarz auf Weiß steht. Am nächsten Tag wird rund um Deutschland werden provisorische Zäune errichtet. Es wird mit dem Mauerbau angefangen, eine Mauer rund um Deutschland wird erbaut und es dauert keine Woche und die Grenzen von Deutschland sind dicht und kein Arbeitsloser darf mehr nach draußen. Es wird streng kontrolliert an deutschen Außengrenzen. Es werden nur noch Leute rausgelassen, die eine gültige Arbeitserlaubnis nachzuweisen haben. Ja, damit endet dieses Politikabenteuer. Jo. Pen and Paper, das Gesetz. Ich habe eine Frage. Hat es eigentlich niemand gestört, dass ich den scheiß Golfschläger auf dem Rucksack, der da oben stand? Scheinbar nicht. Aber dazu würde ich mal sagen, machen wir gleich weiter. Was wäre, wenn? Da kann ich noch einiges erzählen. Jo, ich glaube, das war keine Pause, oder? Wir machen jetzt keine Pause. Blende ich nochmal kurz das Intro ein. Es passt gerade so sehr, sehr, sehr schön zu dem Ende, was wir gerade haben. Weil ich auch dachte, dass es genau darauf hinausläuft.